Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die schöne, große, weite, übrige Welt. Ja, heute ist der 18. Juni 2021. Frisch gebügelt und zu allen Taten bereit sitzt Andreas Popp neben mir. Guten Morgen. Rasiert hast du vergessen. Der See liegt spiegelglatt vor uns und spiegelt tatsächlich den Himmel 1:1 wieder. Also keine Welle, und das ist für diesen großen See ungewöhnlich, weil es fast wie ein Ententeich von der Oberfläche wirkt. Ja, vor allem was die Größe angeht. Ja, etwas größer als ein Ententeich. Die Sonne scheint. Wir hatten ja vorgestern mal ein kurzes Regenintermezzo. Hat der Natur gut getan. Alles steht wieder in voller Pracht und grün und farbig. Und jetzt haben wir wieder den richtig schönen Sommer zurück. Nicht ganz so heiß, wie wir es gehört haben, dass es in Deutschland ist mit über 30 Grad, sondern wir liegen hier sowas bei 23, 24 Grad. Mir kommt das sehr entgegen. Ja, du warst auch viel draußen im Regen. Die Haare sind gewachsen, ne? Ja, sind sie. Also ordentlich rasiert und frisiert. Er hat die langen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Das steht dir besonders gut. Wer hat, der hat. So, stimmt natürlich nicht. Das sollte nur ein Witz sein. Und ich finde auch, es war sehr lustig. Ja, es geistert durchs Internet die Behauptung, dass 3 bis 4 Piloten der British Airways in kurzer Zeit verstorben seien. Und zwar, weil sie geimpft wurden. Und da gibt es eine Sprachnachricht, die wirklich jetzt auf Facebook, Instagram und Twitter überall geteilt wird und Telegram. Und da sagt ein nicht identifizierter Mann, er habe mit einem Freund gesprochen, der ein British Airways Pilot ist, und erklärt, die Dinge werden jetzt verrückt, auch verheimlicht, nachdem diese 3 Pilotenkollegen gestorben seien. Und weiter heißt es hier, die ersten beiden Männer seien in den 40ern und 50ern gewesen, der dritte Mitte 30, absolut fit, keine Vorerkrankung, und er bekommt seine zweite Impfung, ist innerhalb weniger Tage tot, genau wie die beiden ersten. Ja, und wenn man sowas mehrfach zugeschickt bekommt, dann muss man natürlich anfangen zu überprüfen. Das haben wir auch getan. Und siehe da, die Nachrichtenagentur Reuters hat sich den Fall angesehen und einem Faktencheck unterzogen und titelt also in der Überschrift, weil es heißt, dass British Airways jetzt Krisengespräche mit der britischen Regierung führen würde. Und Reuters stellt klar, die führen keine Gespräche. Aber was doch sehr interessant ist, das möchte ich mal gerade, vielleicht noch mal vorher, was dieser Mann alles gesagt hat. Also, dass diese Krisengespräche sich darauf erstrecken, dass etwa 80 bis 85% der britischen Piloten schon geimpft seien und dass praktisch nur noch gut 10% der Piloten in der Lage wären, jetzt zu fliegen. Und dass ein ernstes Problem sei, also dass das jetzt gerade thematisiert werden würde. Und Reuters hat diese Behauptungen der British Airways vorgelegt, und die sagten, dass das alles unbegründet ist. Es würde keine Gespräche mit der Regierung geben. Aber, und jetzt kommt es, und das finde ich dann doch interessant, der Sprecher bestätigte jedoch die Echtheit, nämlich in diesem Tweet, der da rumgeht, da heißt es auch, dass in der British Airways Lounge 4 Kondolenzbücher mit gerahmten Bildern von den 4 Piloten aufgestellt seien und dass man eben auch sagt, die seien jetzt innerhalb von kurzer Zeit verstorben. Und in der Erklärung gegenüber Reuters dementierte man also, dass die 4 Piloten an Impfstoffen gestorben seien, aber es wurde die Echtheit der 4 Kondolenzbücher bestätigt, da, so heißt es offiziell, 4 Piloten des Unternehmens kürzlich verstorben seien. Unsere Gedanken sind bei den Familien und Freunden und so weiter. Andreas, also man sagt jetzt, das hat nichts mit nichts zu tun,
Aber vielleicht ist es ja doch ein bisschen auffällig, dass 4 Piloten in jungem Alter innerhalb von so kurzer Zeit versterben. Ja, es ist eine Lage für Spekulationen. Da wir aber nun wissen, wie gerade die Faktenchecker auch der Mainstream-Strukturen funktionieren und arbeiten, und nehmen wir mal an, wir hätten die Impfung noch nicht, dann wäre man mit Sicherheit relativ schnell dabei zu sagen, die sind mit oder an Corona verstorben. Da bin ich ziemlich sicher, hätte es da gar keine Bedenken gegeben. Da es aber zufällig ist, dass junge, gesunde Piloten, die ja permanenten Gesundheitschecks unterzogen werden, man darf nicht vergessen, die sind nicht einfach nur normal gesund wie andere, sondern die werden extrem als gesund bezeichnet, weil sie permanent geprüft und medizinischen Untersuchungen unterliegen. Und wenn da plötzlich überproportional auch junge Leute wegsterben von den Piloten, dann bringt das natürlich Unruhe auch in diese Branche rein. Und da wir nun schon vorher schon die Diskussion hatten, dass man sagte, dürfen wir aufgrund des Thromboserisikos, das hat Dr. Wodak ja deutlich formuliert, überhaupt noch Menschen fliegen lassen, die geimpft wurden. Ich glaube, da könnte noch etwas auf uns zukommen, was wir uns überhaupt noch nicht vorstellen können. Und die besonders eifrig in der Reihe ganz vorne sich versuchen vorzudrängeln oder mit Maßnahmen in die freiwillige Feuerwehr einzutreten, um möglichst schnell geimpft zu werden, um wieder reisen zu können, das sind wahrscheinlich die Ersten, die ihre Urlaubsreise dann auf dem Fahrrad machen müssen, weil sie gar nicht mehr reinkommen. Also das sind die Probleme, die momentan auftauchen können. Und diese Dinge als zufällig abzutun, also es ist schon ein komischer Artikel. Naja, ich finde, also er bestätigt zumindest die 4 Todesfälle, das wissen wir jetzt, die sind verstorben. Es handelt sich um 4 Piloten der British Airways. Die näheren Umstände sind noch nicht geklärt. Wir werden sehen, ob da was offiziell wird. Ich denke mal, die Freidenkerszene, die freien Medien werden an den Fällen dranbleiben. Auf jeden Fall möchte ich der guten Ordnung halber noch Frau Dr. Sarah Branch zitieren. Die ist von der britischen Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency. Ich hätte auch MHRA sagen können. Und die sagt wörtlich, wir wurden nicht auf Todesfälle von British Airways Piloten nach Erhalt des Impfstoffs Covid-19 aufmerksam gemacht, haben keine Gespräche mit British Airways oder anderen Fluggesellschaften geführt, um Piloten nach Erhalt des Impfstoffs Covid-19 am Fliegen zu hindern. Sie sagt, es gibt derzeit keine Einschränkungen für die Luftfahrt oder andere Branchen oder irgendwelche Aktivitäten nach der Impfung. Das sind die offiziellen Statements. Behaltet sie im Kopf. Wir werden einfach an diesen Themen selbst auch weiter dranbleiben. Und die Zeit wird uns gewiss noch viele Überraschungen bieten. Ganz nebenbei, hast du es gesehen, Andreas Balsen hat seine Afrika-Waffeln umbenannt. Ja, das finde ich aber großartig. Das sehe ich hier gerade. Die Afrika-Waffeln wurden nach Rassismusvorwürfen in Perpetuum umbenannt und die Verpackung wurde auch umgestaltet. Ja, da fragt man sich, was natürlich da in irgendeiner Form, ich vermute mal, der Rassismus soll da wieder vorgeschoben werden, was das mit Rassismus zu tun hat, wenn man eine Waffel nach, ich meine, es gibt ja auch einen deutschen Pfannkuchen, ist das eigentlich auch Rassismus? Ja, und ich hatte vorhin in irgendeinem Artikel gelesen, das war ein schwarzer Tag für irgendjemand. Darf man das noch sagen? Ja, oder westfälischer Sauerbraten. Das ist ja schon fast eine Diskriminierung gegenüber den Westfalen, oder nicht? Und dem Sauerbraten. Und dem Sauerbraten, ja, das ist... Ja, es ist also sind ganz klare Strukturen, die uns hier in eine neue Zeit führen. So, jetzt schauen wir mit klarem Blick nach Amerika. Nämlich der ehemalige US-Präsident Trump hat sich an die Öffentlichkeit gewandt. Er hat ein Interview dem Moderator von Fox News, Sean Hannity, gegeben. Und Trump hat in diesem Interview wörtlich gesagt, stoppen Sie die Impfung, da geht es um Covid-19, stoppen Sie die Impfung junger Menschen. Coronavirus-Impfstoffe sind potenziell gefährlich für Kinder. Ich höre zum ersten Mal von einem hochrangigen Politiker auf der ganzen Welt diese deutlichen Worte. Ja, ich meine, das wundert einen natürlich ehrlich gesagt nicht, denn wenn ich mir selbst die STIKO angucke, die Ständige Impfkommission, die ja quasi durchdrängt ist mit Pharmaindustrie-Experten, die dort aus der Pharmaindustrie kommen, das kann man ja relativ leicht mit 3 Klicks recherchieren, dass selbst die keine Impfempfehlung geben und die sind relativ schnell dabei.
Und wenn wir dann eben halt auch noch sehen, dass ein Klaus Schwab, das hatte ich gestern gerade gelesen, in einer Ansage gemacht hat, dass die Menschen ja auch jetzt biologisch umgestellt werden in diesem neuen Great Reset. Das heißt, diese biologische Umstellung auf der Basis von Lipiden-Nanopartikeln, die man damit reinbrachte, der Begriff fiel sogar dort im Rahmen dieses Klaus-Schwab-Geschichte. Also das hast du auch noch mit drin. Okay, da passt das natürlich dann ins Bild. Und wenn dann ein Donald Trump sagt, also lasst eure Kinder davon. Ich meine, das ist für die Erwachsenen übrigens genauso gefährlich, so wie für die vielen zukünftigen Flugreisenden, die vielleicht nicht mehr reisen können, wie wir gerade besprochen haben. Aber hier geht es um Kinder, die sich nicht wehren können. Menschen können selbst entscheiden, ob sie sich das antun oder nicht, auch wenn die entsprechenden wissenschaftlichen Untersuchungen nie stattgefunden haben, wie sie stattfinden müssten. Deshalb werden offenbar auch diese Notfallverträge oder die Grundlagen aufrechterhalten, zum Beispiel in Deutschland, um diese Notzulassung überhaupt durchzuziehen. Das passt ja alles irgendwie ins Bild. Ja, davon spricht übrigens Trump auch. Ich gehe mal kurz auf das, was Klaus Schwab gesagt hat, ein. Nämlich beim WEF ist ein Video erschienen, das heißt Vierte industrielle Revolution. Und da sagt er in blütenreinem Englisch, wir haben das übersetzt, natürlich wird die industrielle Revolution unser Leben komplett verändern. Sie wird nicht nur verändern, wie wir kommunizieren, wie wir produzieren, wie wir konsumieren, sie wird tatsächlich uns, unsere eigene Identität, verändern. Und sie wird natürlich auch Entwicklungen wie Smart Traffic, Smart Government, Smart Cities ins Leben rufen. Was wir sehen werden, ist, dass alles in ein Ökosystem integriert sein wird, angetrieben durch Big Data und vor allem durch eine enge Zusammenarbeit auch von Regierungen, mit der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft. Und diese Revolution wird mit einer rasanten Geschwindigkeit kommen. Es wird wie ein Tsunami sein. Und eigentlich ist es nicht nur eine digitale Revolution. Es ist digital natürlich, es ist auch physikalisch. Es ist Nanotechnologie. Es ist auch biologisch. Und so verleiht die Dreidimensionalität dieser Revolution eine besondere Kraft. Ja, ich denke an die Historiker, die in wenigen Jahrzehnten über diese Zeit heute diskutieren werden, wie die Menschen sich das alles haben gefallen lassen mit offizieller gleichzeitiger Ansage. Jeder kann es erfahren und hier wiederum auch mein Erschüttern über den journalistischen Standard der Massenmedien, die sich ja irgendwann mal auch gesagt haben, ich übernehme diesen Beruf, weil ich Menschen aufklären will, weil ich der Politik auf die Finger schauen will, weil ich Ungerechtigkeiten vermeiden will. Ich glaube, Journalismus hat auch so ein bisschen was mit Gerechtigkeitssinn zu tun, ähnlich eines Juristen, der sich auch für das Recht einsetzen will, weil da ein Gerechtigkeitsempfinden schon in der Kindheit da war. Aber wenn man dann sieht, wie das Ganze stattfindet und hier Menschen tatsächlich in eine Richtung reingeschoben werden, wie eine, ja, also ich will es gar nicht sagen. Ja, es ist natürlich immer auch eine Frage, wie messerscharf ist dein Verstand? Wie genau kannst du dein Umfeld, deine Umwelt einordnen? Kannst du klar erkennen, was kommt auf uns zu? Wenn wir das jetzt hier sehen, also ein Klaus Schwab, der das Buch The Great Reset geschrieben hat, der 2019 im Herbst mit anderen Mandatsträgern wie Johns Hopkins und so weiter diese Pandemie durchgespielt hat, die dann kurze Zeit später ausgebrochen ist. Der Klaus Schwab, der sagt ganz offiziell, jetzt stehen wir vor dem Problem von Cyberangriffen und dagegen wird also das, was wir hier mit der Covid-Pandemie erlebt haben, er hat es nicht wörtlich so gesagt, aber sinngemäß ein Samstagnachmittag Waldspaziergang sein, weil da kommen nochmal ganz andere Probleme auf uns zu. Und die Sache ist die, also die digitale Identität, all das hat er hier auch wieder erwähnt, aber eben auch Nanotechnologie, biologische Veränderungen, die in eine Dreidimensionalität führen. Da fällt einem Elon Musk ein, der den Leuten Chips in die Gehirnhälften setzen will
um ihre Gedanken zu lesen und ihnen auch andere Gedanken zuzuführen. Andreas, das ist ja wirklich wie im schlimmsten Science-Fiction-Film, was man sich überhaupt eigentlich nie hätte vorstellen wollen, was jetzt im Moment in die Tat umgesetzt wird. Dass Annalena Baerbock von den Grünen beispielsweise zu dieser Truppe gehört, als Young Leader Mitglied, das könnte ja dann auch in die Richtung führen, dass man damit seine Leute, wenn sie denn Kanzlerin werden wird, ja, direkt da an den Schaltstellen sitzen hat. Denn wenn man dann wiederum nicht übersieht, dass Angela Merkel als deutsche Kanzlerin eine enge Vertraute der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist, da schließt sich fast ein Kreis, oder? Ja, und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass die leitende Funktion, Funktionäre, die wir haben, natürlich nicht glücklich sind darüber, dass dieser Begriff Great Reset von Klaus Schwab selbst ins Leben gerufen wurde in dieser Form. Denn was ist ein Great Reset? Vielleicht nochmal zur Erinnerung. Das ist ein Neustart. Ein Neustart, wir kennen das von einem Computer, der sich irgendwann festgefahren hat. Dann rufe ich meinen Computerexperten und sage, mach mal bitte was. Und dann sagt er, wir machen hier einen kompletten Reset. Und zwar ein Great Reset. Wir fahren das gesamte Ding runter, dann ist das leer, null, und dann bauen wir es neu auf. Und wenn es ein Great Reset ist in Form eines Neuaufbaus, dann bedeutet das, dass eine neue Biografie uns allen offenbar angelegt werden soll. Ich meine, man braucht das ja einfach nur logisch mal durchdenken, was die Begriffe eigentlich bedeuten. Das heißt, wir sind dann andere Menschen als die, die wir waren. Zumindest die, die dann noch übrig bleiben. Und wenn wir uns das mal klar vor Augen führen, dass das hier in aller Klarheit gesagt wird und derjenige, der den Begriff Great Reset nutzt, so wie wir es ja tun, der wird ja als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, obwohl es ja direkt aus der Kader des World Economic Forum mit den entsprechenden Funktionären bis ganz ins Regal in tiefere Gefilde zu Frau Baerbock, die dann die ganze Sache irgendwie umzusetzen hat. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man vielleicht die Zusammenhänge selbst nicht erkennt. Aber es gibt eben halt Leute, die die Zusammenhänge sehr wohl steuern. Eine konzertierte Aktion, die hier angekündigt und generalstabmäßig umgesetzt wird. Und für mich stellt sich immer noch die Frage, wer hat Herrn Klaus Schwab gewählt? Wer hat Herrn Bill Gates gewählt? Wer hat Elon Musk gewählt, dass er überhaupt sagt, wir bringen da oben jetzt irgendwelche Satelliten rein oder wir fangen jetzt also an, die Menschen zu enteignen oder wir impfen die Menschenmasse durch. Wer hat sie gewählt? Also wer das nicht erkennt, dass hier eine Machtübernahme stattgefunden hat, der muss ja wirklich blind sein. Und wenn ich sehe, ich darf das noch ganz kurz sagen, ich bin erinnert beispielsweise im letzten Jahr mit diesem Infektionsschutzgesetz in Deutschland und jetzt auch, als man wieder verlängert hat, diese Geschichte, obwohl die Inzidenzwerte weit unter dem waren, was wir eigentlich haben wollten. Von 100 sprach man, das wäre das Ziel. Jetzt liegen wir bei 13, es wird trotzdem verlängert. Und wenn wir wissen, welche Macht dadurch ausgelöst wird, und mich erinnert das an den 23. März 1933 und erinnert es mich an den Otto Wels, der sich dagegen gewehrt hat, als das Weimarer Republikparlament sich selbst entmachtet hat und die Macht dann komplett einer Oligarchie übergeben hat. Und diese Gefahren, die ich da wirklich voller Sorge sehe, möchte ich artikulieren dürfen. Und zwar nicht, um damit in irgendeine Ecke gestellt zu werden, nämlich, sondern um genau auf das Gegenteil hinzuweisen, nämlich, dass sich diese Dinge nicht wiederholen. Also ich meine, es ist wirklich ganz einfach. Man muss nur ein bisschen obere Perspektive einnehmen. So. Ja, und es ist ja auch eigentlich sehr klar erkennbar, wie es wirklich läuft. Wir haben heute einige Sachen eingestellt, die habt ihr vielleicht schon gesehen, ich komme da aber trotzdem noch drauf, ganz kurz. Dieses WEF-Filmchen, da ist auch aufgetreten eine dänische Politikerin, die Umweltministerin war und in der Sozialistischen Volkspartei und die dann zur linksliberalen Partei, Det Radikale Venstre, kann man sich denken, was das heißt, gewechselt ist. Und die darf da auch auftreten, neben dem Herrn Schwab. Und die berichtet, in welche Richtung auch das gesellschaftliche Eigentumsverhalten gehen soll. Weil Schwab hat ja auch angekündigt, dass die Menschen in einem kurzen Zeitraum bald kein Eigentum mehr besitzen werden und darüber auch sehr glücklich sein werden. Und diese Ida Auken, so heißt diese dänische Politikerin, die erläutert das hier. Und da heißt es folgendermaßen,
Ein wichtiger Punkt, den ich hier heute ansprechen möchte, ist zurzeit eine starke Verlagerung von Produkten zu Dienstleistungen. Warum wollen Sie zum Beispiel ein Mobiltelefon besitzen? Wie viele von Ihnen besitzen ein Mobiltelefon? Wie viele von Ihnen wissen, ob das Unternehmen es besitzt? Es sind eigentlich nicht viele. Ich meine, Sie wollen die Funktion des Mobiltelefons, den Service, richtig? Wenn Sie darüber nachdenken, warum sollte man ein Mobiltelefon besitzen wollen, wenn man es auch leasen kann? Wie viele von Ihnen besitzen ein Mobiltelefon? Wie viele von Ihnen wissen, ob das Unternehmen es besitzt? Es sind nicht viele. Und warum sollten Sie nicht auch Ihren Kühlschrank, Ihre Waschmaschine oder Ihren Geschirrspüler leasen? Warum sollten Sie das alles besitzen wollen? Also das ist schon eine interessante Richtung. Ja, besonders interessant daran ist, dass wenn Sie es fragt, warum wollt ihr keinen Kühlschrank leasen, irgendeiner muss ja Eigentümer sein, der es verleasen darf. Eine Verleasinggesellschaft oder eine Leasinggesellschaft, die Dinge verliest, befindet sich dann ja letztlich im Eigentum. Wer sind dann die Eigentümer über allen Vermögens, die sagen, wir leihen euch das Ganze gegen eine Gebühr aus? Irgendeiner muss ja Eigentümer sein bei der ganzen Geschichte. Und kann das dann eben halt die oligarchische Gruppe um Klaus Schwab und eben halt diese Gruppe sein, die sich dort gebildet hat, dass die im Rahmen der Weltregierung das macht? Diese Aussagen sind ja überhaupt nicht durchdacht. Und wenn man da mal logisch nachfragt, ist, wenn ich irgendetwas lese, mir irgendetwas leihe, von wem? Derjenige muss ja sich im Eigentum befinden, dass er mir das auch abnehmen kann. Und das Problem wird natürlich sein, in dem Moment, wenn ich alles lease und überall meine Gebühren dafür zu zahlen habe, dann bin ich natürlich verpflichtet, auch permanent eine Arbeit und eine Leistung zu erbringen, um diese Leasingraten zu finanzieren. Wer gibt mir die Arbeit? Wer sorgt dafür, dass ich es überhaupt bezahlen kann? Wie sieht es eigentlich aus, wenn man mir beispielsweise meine Arbeit wegnimmt, weil ich unbequem geworden bin, meine Leasingraten nicht mehr bezahlen kann? Deine Sozialpunkte nicht reichen. Mir man den Kühlschrank dann wegnimmt, weil ich die Leasingraten plötzlich nicht mehr bezahlen kann. Das heißt, man kann mich regelrecht in die Obdachlosigkeit reindrücken per Knopfdruck, indem man sagt, so, der kriegt keinen Job mehr, kein Bein mehr an die Erde. Derjenige, der aber Eigentum hatte bisher, hier redet man von Besitz, hier wird zwischen Eigentum und Besitz nicht unterschieden, und das ist natürlich auch eine typische Situation für Politiker, die die Zusammenhänge gar nicht kennen. Wir sehen hier, bewegt sich etwas auf zu, dass die Masse als Marionetten dranhängt, und das ist George Orwell 1934 in der klarsten Form. 84. Ja, aber egal, passt auch. Klaus Schwab sagt dann, nachdem die Frau Auken sich da derartig ausgelassen hat, also erstmal will ich dich fragen, Andreas, wie werden die Menschen das aufnehmen? Wird es wieder so sein, dass das Ding anläuft und keiner merkt, weil jetzt eh schon viele alles Mögliche leasen, weil sie es gar nicht mehr im Ganzen bezahlen können? Und wird man dann irgendwann sagen, oh ja, dann lease ich halt alles. Also das ist auch gut. Wird man das gedankenlos hinnehmen oder wird es da Menschen geben, die sagen, nee, das möchte ich mit mir nicht machen lassen. Ich will meinen eigenen Kühlschrank haben, der hält vielleicht 10 Jahre und so lange benutze ich den und zahle nichts mehr dafür. Ja, das wird sehr unterschiedlich sein. Ich denke, es wird eine große tumbe Masse geben, die nicht für 5 Pfennig nachdenkt und alles mit sich trägt und sogar jetzt schon sagt in Umfragen, dass selbst wenn die Maskenpflicht abgelegt wird, ich werde meine Maske trotzdem weitertragen, weil ich mich dann einfach sicherer fühle. Wir sehen ja, wie stumpf das letztendlich war, dieses Schwert, dass die Menschen innerhalb von 1,5 Jahren komplett umerzogen wurden und sich über die Privilegien freuen, beispielsweise durch einen Park gehen zu dürfen und durchzuatmen. Am besten noch mit Maske, weil man sich dann sicherer fühlt. Also aus welchem Grunde sollten sie sich das eben nicht bieten lassen, dass sie jetzt auch in Zukunft kein Eigentum mehr haben oder ganz glücklich sind? Und viele arbeiten auch auf der Basis des Neides und werden sagen, haha, jetzt werden die ganzen Reichen abgegriffen, das ist endlich richtig und wir Armen bekommen jetzt auch mal zu unser Recht. Das Problem ist, das sind nicht die Reichen, die abgegriffen werden, sondern das sind die Reichen, die abgreifen. Das heißt, das sind nämlich genau die wirklich Ultrareichen, die tatsächlich sagen, wir ziehen uns jetzt das Vermögen alles ran und haben damit nicht nur die Macht über die Menschen, sondern auch die Macht über das Vermögen, über die Rohstoffe und über das Eigentum.
Die hast du so richtig gefressen, ne? Diese Gruppe. Ja, das habe ich wirklich. Ja, weil die kommen jedes Mal auch vor und offenbar ist es auch wichtig, diese Zusammenhänge immer wieder darzustellen. Klaus Schwab hat das Ganze dann noch abgebunden mit einer Erklärung und sagt, die Bewältigung von Herausforderungen in einer komplexen, vernetzten und schnelllebigen Welt kann nicht von einer Stakeholder-Gruppe allein bewältigt werden, sondern erfordert gemeinsame Anstrengungen. Was meint er damit? Keine Ahnung. Also es geht natürlich darum, dass er hier schon mal vorgibt, Stakeholder, die meisten wissen eben halt auch nicht, was das ist. Das ist das andere gegenüber dem Shareholder. Shareholder sind die alten Eigentümer des Unternehmens und die Stakeholder-Politik ist eine Politik, die sich nicht nur um die Aktionäre, also um die Eigentümer kümmert, sondern auch um die Belegschaft, um die Kunden und um Nachhaltigkeit und all diese Dinge. Und das sind so Begrifflichkeiten, die man jetzt neu belegt und auch mit einem neuen Sinn begibt. Damit spielt also die Effizienz des Unternehmens keine Rolle mehr, der Gewinn keine Rolle mehr. Kann man auch übrigens wirklich drüber reden. Das Problem ist ja tatsächlich da, dass wir eine Neuordnung brauchen. Aber es geht dabei natürlich darum, dass alle jetzt anfassen müssen. Und ich habe so das Gefühl, einige werden dabei sein, die dann eben nicht mit anfassen, sondern mehr oder weniger darauf achten, dass die anderen anfassen. Es gibt nämlich die Leistungserbringer und die Leistungsverteiler. Das kennen wir aus der Politik. Das sind die Leistungsverteiler, die die Leistung anderer verteilen. Und hier werden die Menschen schon darauf vorbereitet, aber sie merken nicht, und ich gebe zu, dass es auch anstrengend ist, vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer, dass ich ständig über diese Finanztruppen da oben spreche. Aber für mich ist das eine so dunkle Energie und dadurch, dass ich so viel vielleicht auch davon verstehe, weil ich mich über Jahrzehnte damit beschäftigt habe und das jetzt kommt, was ich erwartet hatte. Ich wusste zwar nicht, auf welchem Weg, aber es war klar, dass das kommen wird, nicht weil ich so intelligent bin, sondern weil man das hochrechnen kann aus den Systemen heraus. Und deshalb wundere ich mich, dass das ausgeht. Und was mich noch mehr wundert, ist, wie viele Menschen es mit sich machen lassen. Das erschüttert mich tatsächlich. Aber es gibt eine auch immer stärkere und auch größer werdende Gruppe, die vielleicht nicht einmal minder in der Minderheit ist, die sagen, halt, das geht so nicht und wir werden es verhindern. Ja, und ich habe hier gerade eine ganz spannende Meldung, während du gesprochen hast, aufgemacht, die gerade reinkam, von Sky News. Und da hat ein Moderator, der heißt Corey Bernardi, das ist ein Sky News Moderator. Und dem ist offenbar der Kragen geplatzt. Und der hat gesagt, nach Jahrzehnten falscher und schädlicher Vorhersagen über den Klimawandel haben die Linken offenbar immer noch nicht aufgegeben. Ich meine, das ist schon spannend, dass das in einer solchen Mainstream-Nachrichtensendung passiert ist. Ich habe es jetzt noch nicht vorher durchgelesen. Wir lesen das jetzt hier prima vista gemeinsam. Er sagt dann, manchmal sind die Linken so begeistert von den Fortschritten, die sie machen, dass sie vergessen, ihre verrücktesten Ideen unter Verschluss zu halten. Das haben wir ja auch schon oft bemerkt, dass die da Dinge rausposaunen, ohne auch, ich denke mal auch Herr Great Reset gehört dazu, ohne darüber nachzudenken, was das eigentlich heißt. Und er spricht jetzt hier über dieses Build Back Better. Das ist ja statt des Wordings Great Reset eingeführt worden vom WEF, als man, was du gerade erwähnt hast, Andreas, als man festgestellt hat, Great Reset war keine gute Idee, diesen Begriff zu nehmen. Nee, wir nennen das jetzt Build Back Better, also Zurückbau und der ist dann besser. Also alles auch wieder auf Neustart, aber man nennt es halt so oder hat es in diese Worte gehüllt. Und er sagt, dieser Herr Bernardi, wir haben gesehen, wie die Organisation der Eliten, das Weltwirtschaftsforum, offen für den großen Reset und ihr Mantra Build Back Better eintritt. Das bedeutet in Wirklichkeit, alles zu zerstören, was nicht grün ist. Wörtlich sagt er, wir haben gesehen, wie sogenannte konservative Politiker das Versprechen von Netto-Null-Emissionen bis 2050 umarmt haben, natürlich wissend, dass sie es nicht mehr erleben werden. Und er sagte weiter, dass diejenigen, die mehr Kontrolle über ihr Leben wollen, ermutigt wurden, indem sie sahen, wie lässig die Menschen die Zerstörung ihrer Freiheit in den letzten 15 Monaten akzeptiert haben. Sie wissen, dass sie den Angstknopf immer wieder drücken können, um ihre Ziele zu erreichen. Sie sind bereit, sagt er weiter, jeden Preis zu zahlen,
um diese Ziele zu erreichen. Und er sagt, machen Sie keinen Fehler. Der Wendepunkt wird kommen, wenn die Erfolg haben. Dann wird es keinen Rückzug, keine Kapitulation geben. Sie werden keinen Dissens dulden und diejenigen, die sich nicht fügen, werden einfach gelöscht. Und zum Schluss sagte er dann, wenn wir die Art und Weise betrachten, wie sich die Welt verhalten hat, insbesondere die westliche Welt in den letzten 15, 16 Monaten, müssen Sie sagen, es ist eine totalitäre Angelegenheit auf der ganzen Welt geworden. Ja, und nicht nur das, sondern sie nützt auch der Welt und der Nachhaltigkeit und dem Umweltschutz überhaupt nicht, weil es ist einfach auch nicht wahr. Wenn man einmal eine falsche Entscheidung getroffen hat und darauf dann weitere falsche Entscheidungen folgen, dann ist irgendwann natürlich eine gesamte Infrastruktur an Falschentscheidungen im Raum. Und um diese Grundentscheidung wieder wegzumachen, würden natürlich Köpfe rollen und man müsste sagen, halt, stimmt nicht. Wir haben falsche Annahmen gehabt. Ich möchte hier nochmal verweisen, vielleicht gerade was diese Klima-Euphorie anbelangt, auch wenn man immer in Gefahr läuft, als Klimaleugner bezeichnet zu werden. Ich bin kein Klimaleugner, sondern ich bin froh, dass wir ein Klima haben und es gibt auch Klimaveränderung, das ist völlig klar. Es gibt ein Video, Norman Investigativ, und der hat über das Klima gesprochen. Ich schicke dir das nachher mal zu, dass du das bitte nochmal reinstellst. Und da wird auch mal ganz deutlich, dass die Grundlagen, das heißt die Annahmen, falsch sind. Der hat zum Beispiel vom Deutschen Wetterdienst einfach mal die Messstationen über die einzelnen Jahre, über die Jahrzehnte mal zurückverfolgt und hat festgestellt, wie sich die Messstationen verändert haben, dass man die Messstation immer mehr in städtische Gebiete rein verlegt hat. Und wir wissen, dass es in Cities natürlich wärmer ist als auf dem Land. Jeder weiß, im Wald ist es kühler als in der Stadt und die ist auch träger, die Wärmehaltung. Und all diese Dinge werden dort dargestellt und vor allem auch die Veränderung dieser gesamten Messstationen, die dort waren. Und daran kann man relativ schnell feststellen, auch anhand der physikalischen Versuchen, die wir im Internet finden, wo man irgendwelche Flaschen mit CO2 füllt und bestrahlt sie dann mit Lampen und sagt, mit CO2 lässt es sich schneller erwärmen als eben halt mit wenig CO2, mit normaler Luft. Diese gesamten Dinge sind einfach wertlos, weil sie manipuliert sind. Das kann man super nachweisen und Norman Investigativ macht das gut. Wir brauchen uns diesbezüglich erstmal keine Sorgen machen, sondern wir sollten uns Sorgen machen um unsere Welt und unsere Umwelt im Rahmen der Umweltvernichtung und der Ressourcenvergeudung. Da bin ich überein. Aber solange diese dunkle Energien von Menschen tatsächlich jetzt uns erklärt, dass wir Elektrofahrzeuge fahren müssen, obwohl wir haben gerade, habe ich gesehen, diesen alten Film reingestellt von dem alten Audi aus dem Jahre 1989, ein Audi 100 übrigens, der 1990 vorgestellt werden sollte, der einen Dieselverbrauch hat von 1,76 Liter Diesel pro 100 Kilometer, nachgemessen mit dem TÜV, vermutlich TÜV Rheinland, die sind dafür sehr offen. Und das sollte 1990 rauskommen, man hat es dann verhindert von Seiten der Öllobby. Das sind ja dieselben Leute, die jetzt auch in den anderen Strukturen der NGOs mit drin sitzen. Das sind ja immer noch dieselben Personen, die die Märkte immer wieder neu gestalten und auch gewichten. Und wenn wir das erkennen, dann wird das alles sehr viel klarer. Ja, diese Auflistungen, die wir hier so machen, die machen wir natürlich auch für diejenigen, die wachen Auges diesen Wandel beobachten wollen, die auch mit Fakten und Daten, und ich meine, das sind hier alles originale Zitate, Fakten, Aussagen, die daran erkennen können, in welche Richtung es todsicher geht. Todsicher, das ist kein guter Begriff, aber er beinhaltet das. Und natürlich werden sie nicht bis zum Schluss mit allem durchdringen, sondern es wird die Macht, der sie eigentlich schon dienen, die wird sie dann an die Wand nageln. Und das werden wir wahrscheinlich, viele von uns werden das erleben. Davon gehen wir ganz fest aus. Also es ist schon eine finale Situation, aber das Nadelöhr ist noch lange nicht durchschritten. Und wie durchschreiten wir das? Ich meine, inzwischen kann man ja sagen, Andreas, man gewöhnt sich ja auch an solche Nachrichten. Was uns letztes Jahr noch die Luft abgeschnürt hat zuweilen, gerade wenn es so um diese Umwandlung, digitale Identität und so weiter ging,
Das haben wir heute, ja, da ist wieder ein Ding noch oben drauf gekommen, da schauen wir mal. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber er sollte die Augen offen halten. Ja, the events are tumbling, heißt es so schön. Also die Ereignisse überschlagen sich und es wird langsam zur Normalität. Und wenn man jeden Tag mit irgendwelchen Hiobsbotschaften bestrahlt wird, gewöhnt man sich irgendwann dran und man ist dann glücklich für einen Tag, wenn dann mal keine Hiobsbotschaft kommt. Und wenn dann noch einer sagt, du darfst heute mal nur mit halb gelüfteter Maske, also die Nase oben rausgucken lassen, einmal kurz rausgucken und darfst einmal über die Straße gehen und wieder zurück, dann sind die Leute wahrscheinlich schon glücklich. So werden sie vorbereitet, dass ihre eigentlichen menschlichen Eigenschaften, die aus dem Prinzip Leben heraus resultieren, Eigenverantwortlichkeit, Selbstbewusstsein, geistesgegenwärtig, beseeltes Wesen mit eigener Verantwortung und eigener Entscheidungsvollmacht, all diese echten Grundwerte, die wir haben, die ergeben sich aus den Schöpfungsgesetzen, werden uns genommen durch eine Handvoll Personen mit ihrem unendlichen Geld und ihren unendlichen Strukturen, die runtergehen, eben bis dann irgendwann da auch eine Frau Merkel oder sonst was sitzt, die dann den Staat dann entsprechend steuert. Und das ist das, was man dann als Verschwörungstheorie bezeichnet. Und man braucht doch nur einmal sauber durch die Welt laufen und mal gucken, wie sich die Welt verändert hat. Guckt euch mal Filme an aus den 80er, 90er Jahren. Das war nicht gut damals. Das ist auch immer ein Fehler, der entsteht. Die gute alte Zeit, die war nicht gut, die war auch falsch, nur noch nicht so weit. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen nach dem Motto, oh, jetzt wollen wir alle wieder ins Fußball und wir gehen jetzt alle wieder Ballermann und dies und das ist auch nicht der richtige Weg, um Himmels Willen. Wir haben jetzt die größte Chance, etwas zu lernen. Und wenn wir es nicht tun, wird es immer weiter so gehen. Das ist meine Einschätzung. Ja, es gibt ja einen Widerstand, ich glaube auch, der ist stark und zwar eben nicht nur mit klirrenden Waffen oder nicht nur mit, ohne klirrende Waffen, so möchte ich es lieber sagen, sondern mit dem geistigen Rüstzeug, mit dem Rüstzeug Gottes, also den Geist einschalten, die Empfindung einschalten und den Verstand aber nicht dabei unterschätzen. Also ich habe neulich. Ich meine, es kann ja jeder seine Entscheidung treffen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Und wir respektieren jeden, der sagt, ich lasse mich impfen aus den und den Gründen. Wir können es nicht nachvollziehen in vielen Punkten, nämlich wenn dann die Begründung lautet, ich möchte wieder reisen können, weil wir sehen ja, wie schwierig das werden wird mit dem Reisen, wenn du geimpft bist. Aber jeder, der sagt, ich möchte mich noch nicht impfen lassen oder ich möchte abwarten oder ich lasse mich gar nicht impfen. Wir erachten dies als individuelle Entscheidung. Aber ich habe neulich gestaunt. Da habe ich eine spirituelle Lehrerin gehört. Ich war früher mit ihr mal für viele Jahre ganz gut befreundet. Die Wege haben sich irgendwann getrennt, wie das im Leben so ist. Sie hat aber noch eine ganz schöne Anhängerschaft. Und sie hat in einem Podcast berichtet darüber, dass sie, also sie hat gesagt, soll man sich impfen lassen oder nicht? Mit der Frage hätte sie sich beschäftigt und dann führt sie da länger aus, das Für und Wider. Und bei dem Dagegen hatte sie wenig Argumente und sagte, als es dann darum ging, wie ist die Faktenlage, was ist in den Impfstoffen drin, an die Frage ist sie gar nicht rangegangen und hat auch nicht geprüft, ob es vielleicht destruktive Auswirkungen geben könnte, sondern sie hat gesagt, und dann ist sie ihrer inneren Stimme gefolgt, die gesagt hat, hör nicht auf deinen Verstand, lass dich impfen. Und dann hat sie sich impfen lassen. Und ich bin platt hingeschlagen, als ich es gehört habe, weil das ist für mich ein Beispiel, wie es vielleicht wirklich zu überdenken sein sollte. Nämlich, der Verstand ist dazu da, eine Faktenlage zu prüfen. Also was wir hier mit stabil durch den Wandel machen, das bezieht sich ja immer auf beide Säulen, auf Verstand und Geist, auf Körper und Seele. Und die beiden müssen in einem ständigen Abgleich sein, wobei die Seele oder der Geist natürlich, du sagst das immer so schön, den Hammer in der Hand halten soll. Ja, das ist die Hierarchie, die wir haben. Das große Problem ist, wir haben Verstandesmenschen und die reinen Verstandesmenschen, ich gehörte über Jahrzehnte dazu, lehnen diese spirituelle Komponente ab, weil sie nicht greifbar ist für sie. Und dann gibt es die spirituelle Szene, die lehnen es ab, den Verstand zu benutzen, weil sie sagen, sie empf die esoterische, sie empfinden das dann so durch und sagen dann, das geht mir alles durch die Basis der Intuition. Und beide Gruppen fühlen sich jetzt wahrscheinlich durch diese beiden
werden Sätze jetzt angesprochen und auch beleidigt, aber ich meine nur die, die sich wirklich angesprochen fühlen. Es gibt nämlich diejenigen, die durchaus spirituell geistig sich öffnen und ihrer Empfindung auch vertrauen können, aber auch den anstrengenden Weg des Denkens gehen, und zwar im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und ich kann doch nicht einfach sagen, ich lasse jetzt einfach mal alle Fakten raus und höre nur noch mal in mich hinein und lasse es dann laufen. Nein, Geist und Verstand gehören unmittelbar miteinander zusammen, allerdings unter der Führung des Geistes, nicht unter der Führung des Verstandes. Das ist der Fehler, den wir eigentlich haben in unserem Lebensprinzip. Den haben wir eingeführt. Das ist die wirkliche Erbsünde, die dahinter steht. Wir haben unseren Verstand überzogen. Wenn wir ein Werkzeug haben, brauchen wir auch einen Werkzeugführer oder Werkzeugaufsichtsrat, um das Wort Führer zu vermeiden. Und dieser Aufsichtsrat steht über dem Verstand und setzt den Verstand gezielt als Werkzeug ein. Dafür haben wir ihn bekommen. Und wenn wir dann die gesamten Zahlen, Daten, Fakten abgearbeitet haben und lassen sie dann einmal durchdringen und lassen sie ihn jetzt diese Fakten intuitiv nochmal genau checken, nämlich durch das Lebensprinzip noch einmal durchprüfen, dann kommen wir zu einem Ergebnis, und das Interessante ist, das Ergebnis dieser Intuition ist immer richtig, immer, ausnahmslos. Es sei denn, man hat verlernt, die Intuition einzusetzen, und es ist keine Intuition mehr. Und ich musste das auch lernen, weil ich geistig da schwer behindert war. Ich war nämlich auch verstandesüberzüchtet, was automatisch zur geistigen Behinderung führt. Und diese geistige Behinderung, die habe ich tatsächlich geschafft, runter zu reduzieren. Und dieser Begriff geistige Behinderung ist ein völlig falsch eingesetzter Begriff. Ich kenne Menschen, die zum Beispiel an Trisomie 21, also an Down-Syndrom leiden, die werden als geistig behindert bezeichnet, und das sehe ich ganz und gar nicht. Die sind geistig sehr wach und die sind geistig sehr klar strukturiert und auch angebunden mit ihrem Ordnungssinn und all diesen Dingen, auch der Liebe, die sie ausstrahlen, während sie vielleicht an der einen oder anderen Kante verstandesbehindert sind. Aber das sagt man eben nicht. Auch hier wird wieder alles verdreht. Ja, sehr schöne Ausführung. Zeigt mit anderen Worten, was, um das kurz abzuschließen, wichtig ist, wachsam sein, sowohl geistig als auch verstandestechnisch. Das ist der Grund für diese Sendung hier, dass wir euch die Entwicklungen, die im Gange sind, näher bringen, damit ihr eins und eins zusammenzählen könnt, vorsorgen könnt, euch einrichten könnt auf das, was kommt. Und da kann man ja, wenn es dann eine neue Waschmaschine und ein Gefrierschrank ist, den man sich noch hinstellt, damit man das Zeug nicht irgendwann nur noch als Leasing-Objekt bekommt. Aber da will ich jetzt gar nicht so weit gehen. Also einfach wachsam sein und ja gut, das muss man so tolerieren, wenn jemand sagt, mein Geist hat gesagt, du sollst dich impfen lassen und du sollst die Faktenlage gar nicht beachten. Das hat mich dann doch, um gelinde es auszudrücken, sehr überrascht. Okay, jetzt wir bleiben mal beim Thema. Eigentlich gehen wir ein bisschen gegen die Reihenfolge, aber egal. Wir sprechen über die neue Welt von Klaus Schwab und es hat jemand in Amerika, hat für uns Leser und Hörer getestet, ein neues Bezahlsystem von Amazon, das heißt Amazon One. Und zwar hattest du ja schon durch deine Informanten darauf hingewiesen, dass wir immer mehr eine Umstellung in den Supermarktläden bekommen werden. Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen? Ja, es wird darauf hinauslaufen, dass wir in Zukunft völlig bargeldlos oder auch elektronisch los, ohne Karte quasi bezahlen werden. Das heißt, es gibt diese Schnelleinkaufszentren, die großen Supermärkte werden abgeschafft werden, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, langfristig zumindest. Das Warensortiment geht dann von 25.000 bis 30.000 Artikel runter, dann auf 800 bis 3.000. Und da findet man alles, was man braucht. Also es wird ja auch viel zu überbewertet, die Vielfalt beim Essen, also wird das relativ einfach gemacht. In Zukunft kommt dann auch noch durch 3D-Drucker produzierte Steak. Das Steak wird dann auch noch darüber produziert, mit irgendwelchen Mitteln, die uns gesagt werden. Das sind die Dinge, die dann laufen.
gelaufen. Was sind denn das für Steaks? Nicht mehr aus Fleisch? Die sind oder? Nicht mehr aus Fleisch, sondern die werden dann aus irgendwelchen, wahrscheinlich Zellulose. Wir kennen das ja, dass wir bei großen Fastfood-Ketten die Brötchen, die wir essen, wo man dann eine Frikadelle zwischenlegt, was man dann freundlicherweise Burger nennt, dass diese Brötchen, die da rum sind, eben halt aus Zellulose hergestellt werden. Also ein Vorgang, aus dem man auch Kunststoffe produziert. Deswegen staubt es beim Essen auch immer so. So ungefähr. Da ist also gar kein Getreide mehr drin und man wundert sich, wenn man so etwas isst, dass das wie ein Stein im Magen liegen kann. Es sei denn, man ist natürlich trainierter Esser von diesen Dingern. Aber man wundert sich dann aber auch nicht mehr, wenn man so ein Burger reinlegt, irgendwann mal 2 Jahre in einen Schrank, ganz einfach ungekühlt, dass der immer noch aussieht wie damals, als man ihn gekauft hat, vielleicht ein Tick kleiner geworden. Normalerweise müssten da alle Maden durchlaufen, aber auch die trauen sich da wohl offenbar nicht mehr ran. Und das ist genau das, was dann irgendwann kommt. Ja, und wir kommen mal hier zu Amazon One. Also das scheint diese schöne neue Welt zu sein, dass eben die Zeiten auch zu Ende gehen, dass ihr mit einem Einkaufswagen durch einen Supermarkt trödelt und so, guck mal hier, da, auch dann nehme ich diesmal die Sorte und morgen dann das. Das wird aufhören. Es wird dann von jedem nur noch eins geben. Das hatten wir doch auch schon mal in der Vergangenheit. Was meinst du? Naja, dass es so wenig Auswahl gibt. Ne? Das ist ja ein sozialistisches Konsum. System. Das ist der Konsum gewesen, genau. Und hier heißt es dann, also bei Amazon One, dieser Mensch, der hat für uns als Journalist das einmal durchgetestet. Und er sagt, es sind also Experimente und Amazon One hat jetzt schon mehrere Läden in den Vereinigten Staaten eingerichtet mit einem Zahlungssystem, das einen Handflächenscanner bereitstellt und ihr also mit eurer Handfläche bezahlt. Und das nennt man kontaktloses Bezahlen und das könnte den Checkout in den Geschäften beschleunigen. Aber Verbraucher befürchten, dass sie persönliche Daten preisgeben könnten und Experten bestätigen das natürlich auch. Und er hat gesagt, als dann dieser Laden bei ihm an der Ostküste ankam, hat er gesagt, jetzt probiere ich das aus. Also hat er Amazon letzte Woche seine biometrischen Daten in einem Midtown-Laden übergeben. Theoretisch funktioniert Amazon One so. Vor dem Laden hält der Käufer an einem Kiosk, steckt seine Kreditkarte ein. Ein Sensor scannt die Handfläche und verwendet eine Computervision, um jede Vene und jeden Grat auf deiner Hand zu kodieren. Das Bild wird als verschlüsselte, eindeutige Handsignatur in die Cloud von Amazon gestartet und verknüpft die Kreditkarteninformationen des Käufers mit seinem Handabdruck. Geschätzte Bearbeitungszeit 30 Sekunden. Nach dem ersten Handlesen kann der Kunde dann seine Hände scannen. Er kann wählen, eine Hand oder beide, um dann den Laden zu betreten, die Artikel rauszuholen und ohne Smalltalk an der Kasse das Geschäft zu verlassen. In der Praxis, sagt er, für ihn war der schwierigste Teil die Registrierung bei Amazon One, ein Einhandvideo des Anmeldevorgangs aufzunehmen. Das sei wohl tricky. Der zweitschwerste Teil war, dies unter den bösen Blicken der Verkäuferinnen zu tun. Die Registrierung ging dann in Sekundenschnelle. Er steckte seine Karte ein, hielt die Hand über den Scanner, bis ein Häkchen auf dem Bildschirm bestätigte, dass der Ausdruck verarbeitet wurde. Dann sagte er, ich musste meine Hand ein paar Mal anpassen, um sicherzustellen, dass meine Handfläche genau über dem Scanner war, bevor ich katalogisiert wurde. Dann kam der Moment der Wahrheit. Mit meinem Handabdruck betrat ich die transparenten Tore, die mich von den Snacks und Lebensmitteln von Amazon Go trennten. Genau wie bei der Registrierung ging der Weg in die Ladengänge blitzschnell. Er hielt die rechte Hand über den Scanner, trat ein, Türen öffneten sich. So, und er sagt, dieser Laden hatte leider nicht sehr viel zur Auswahl. Ich schnappte mir eine Dose Sprudelwasser und schwedischen Fisch, denn Gesundheit ist Reichtum. Und um die Beute mit nach Hause zu nehmen, musste er nur durch das automatische Tor gehen. Keine zusätzlichen Scans erforderlich, gesamte Zeit, 5 Minuten im Laden. Und auf der Heimfahrt mit der U-Bahn erhielt er eine SMS, die mir mitteilte,
dass ich mich für Amazon One angemeldet hatte mit einem Link, um meine Quittung in meinem Amazon-Konto zu überprüfen. Und er sagt, die Bankhistorie zeigte auch dann alles andere, was er da so minimale Einzahlung hatte. Er sagt, es ist nicht zu leugnen als Fazit, dass Amazon One sogar Prime Delivery an Geschwindigkeit übertrifft. Aber ich bin das Gefühl nicht losgeworden, dass Einzelhändler und ich unsere Hände bei uns behalten sollten. Ja, also mir macht das Ganze auch mehr oder weniger nur so ein frösteliges Gefühl. Das hat ja mit Menschlichkeit, mit Verbindung von Menschen nicht mehr zu tun. Ich gehe dahin, lasse meine Hand durchstrahlen. Übrigens, die muss ja durchstrahlt werden. Das ist ja nicht nur die Oberfläche der Hand, die geprüft wird, sondern das geht ja durch die Haut, durch die Hand durch, wo jedes Gefäß, jede Vene, jede Ader, jede Arterie quasi mit in ihrem Verlauf und in ihren Kurven und Bögen, die sie da ja so ziehen, aufgenommen und registriert werden müssen. Das ist ja auch ein Durchleuchtungsvorgang oder Durchstrahlungsvorgang. Ob das gesund ist bei den vielen, jetzt kann man sagen, wir werden sowieso permanent durchstrahlt, das spielt keine Rolle mehr. Also wir sind in einer Zeit, in so einer Endzeit, die aber auch wieder bedeutet, dass es einen Neuanfang gibt. Wie gesagt, immer an den krachenden Baum denken, während wir der wachsende Wald sind. Ja, also es ist ja auch eine spannende Lebensphase, in der wir hier allesamt stecken, kollektiv, nämlich diese Transformation hier zu erleben, um, bitte bleibt im Gottvertrauen, um absolut zu wissen und überzeugt zu sein, am Ende geht es gut aus. Wir müssen nur aushalten, durchhalten, gerade bleiben, stabil bleiben. Ja, Andreas, und eine ganz spannende Meldung, wir hatten ja letzte Woche gesagt, wir wollen uns ein bisschen um das immer wichtiger werdende Thema Wasser kümmern. Also wir sehen und lesen jetzt überall Wassermangel, Dürre, Kalifornien und Texas und überall fehlt Wasser. Und auch in Deutschland heißt es schon in manchen Teilen, bitte verplempert nicht so viel Wasser. Und Agrar heute, das ist ein landwirtschaftliches Portal, die melden, Wasser für Bauern bald unbezahlbar, Fragezeichen. Die Wasserknappheit wird immer schlimmer. Und da geht es jetzt um etwas sehr Spannendes, denn jetzt fängt man an, das Wasser zu bewerten. Wann ist es besonders wichtig und müsste eigentlich teurer sein? Zum Beispiel, wenn man Mais wässert, ist es etwas anderes, als wenn man Weizen wässert. Der eine braucht mehr, der andere braucht. Ich will da mal ganz kurz in die Meldung reingehen. Da heißt es, eine Meldung hier, ohne Wasser ist Landwirtschaft nicht möglich. Doch weltweit wird diese wichtige Ressource immer knapper. Das hat viele Ursachen. Eine davon sind die Folgen des Klimawandels. Eine andere ist die Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, heißt es hier, denn in Bezug auf das Wasser würde man so einen wirklichen Wert erfahren und könnte diesen bei den Produktionskosten berücksichtigen. Da gibt es allerdings viele Gegner, die der Auffassung sind, dass Wasser etwa wie Boden, als ein wirtschaftliches Gut betrachtet werden sollte und das vor allem aus ethischen Gründen. Und in den USA, speziell wie es hier heißt, im dürregeplagten Kalifornien, kann man Wasser für den landwirtschaftlichen Bedarf seit dem vorigen Jahr am Terminmarkt handeln. Oder anders gesagt, Landwirte können sich einen bestimmten Wasserpreis am Terminmarkt absichern, aber wie kann ein fairer Preis von Wasser für Landwirte und für mögliche Wasserrechte überhaupt ermittelt werden? Damit setzt man sich hier auseinander. Ja, also man fragt sich hier wirklich die Verhältnismäßigkeit, die hier steht, ausgerechnet bei dem Thema der Nahrungsversorgung. Es geht um Lebensmittel. Gleichzeitig wird momentan ein Tesla-Werk gebaut in Brandenburg irgendwo, die unendliche Wasserressourcen verbrauchen, wobei wir wissen, dass die Talsperren immer weniger Wasser haben und tatsächlich durch die Verschiebung der Klimazonen, nicht um die Klimaveränderung, das ist nicht der Climate Change, sondern es ist die Klimaverschiebung. Es gibt nämlich Gebiete, die jetzt mehr Wasser haben, als sie früher hatten, aber in den Gebieten, in denen die Menschen in den industrialisierten Gebieten gezogen sind, da ist es jetzt weniger. Das war übrigens auch zu allen Zeiten der Welt so. Wir sind eben nicht mehr Nomaden und müssen aber irgendwann trotzdem lernen, mit dieser neuen Situation umzugehen. Wenn wir dann nochmal darauf achten, dass im Rahmen der neuen Elektrofahrzeugmobilität
Mobilisierung, die stattfindet, die Busse, die zum Beispiel immer abbrennen, da zum Beispiel in China oder in Hannover neulich wieder, die Elektrobusse, die mit Lithium arbeiten, nämlich in den Batterien und die jetzt zum Beispiel auch in der Rheinebene, im oberen Rheinebene abgebaut werden sollen. Da werden Unmengen an Wassermengen verbraucht für diese Dinge, obwohl wir in der Lage wären, mit unseren modernsten Fahrzeugtechnologien, die wir auch gerne reduzieren können, und auch da können wir gern drüber reden, dass wir da entsprechend zumindest diese zusätzliche Problematik nicht noch schaffen, die zusätzliche Umweltverschmutzung und Vernichtung, die damit einhergeht. Aber diese Dinge werden interessanterweise nicht diskutiert. Also man sieht in einem Nebenüberschrift, sieht man irgendwo, dass das Tesla-Werk ja Unmengen an Wasser verbraucht und wer soll das eigentlich bezahlen und wie soll das eigentlich funktionieren, wenn das Wasser für die Bevölkerung nicht mehr zur Verfügung steht. Aber jetzt spricht man von den Bauern, dass man unterscheiden muss, ob man Mais oder Gerste anbaut und dementsprechend sich Wasser Rechte kauft. Das ist unfassbar, wie hier menschenverachtend umgegangen wird damit, dass es hier um die Lebensmittelversorgung geht und man dann über diese Dinge alleine diskutiert. Alleine Diskussion über diese Dinge ist für mich schon kaum noch zu toppen. Es gab ja auch Filme darüber, die gemacht wurden, das Bottled Water, dass also die großen Konzerne wie Nestle, Coca-Cola und so weiter in auch nicht nur nach Deutschland, sondern auch eben in arme Länder gegangen sind, um die Menschen zu enteignen, eben auf eine ganz perfide Weise. Ja, das ist ein ganz normaler Vorgang. Wir wissen, dass es große Konzerne gibt wie Coca-Cola, die dann einen ganzen Fluss kaufen. Ich frage mich, wie kann man überhaupt einen Fluss kaufen? Und das Wasser, was dazu gehört, übrigens auch. Und theoretisch könnte Coca-Cola jetzt auch Gebühren für die Schifffahrt dort beispielsweise verlangen, weil sie auf ihrem Schiff rumfahren, zum Beispiel in Indien. Das ist das Irre. Ja, mit dem Wasser wird ein wirklich perfides Spiel gespielt. Ich denke da nur in Deutschland, vielleicht gehe ich da mal kurz auf dieses Cross-Border-Leasing ein. Das ist ein ganz interessantes Thema. Das heißt, wir haben ja das Wasser, was uns die Natur, was uns die Schöpfung zur Verfügung stellt, damit wir alle genügend Wasser haben. Und dann gibt es natürlich Unternehmen, wie zum Beispiel Wasserwerke, die dafür sorgen, dass das Wasser auch bei mir in der Wohnung landet. Dafür werden dann Leitungen gelegt, dafür werden dann entsprechende Infrastrukturen, Pumpen und so weiter zur Verfügung gestellt, damit das Wasser rauskommt, wenn ich den Hahn aufdrehe. So, und jetzt nehmen wir mal an, so ein kleines Wasserwerk hat 12 Millionen Gebühren im Jahr, also 1 Million im Monat ungefähr in einem Dörfchen oder in einem etwas größeren Dörfchen. So groß ist es auch nicht. Und jetzt machen die Folgendes oder haben das gemacht, und das ist ein Thema, was die meisten nicht auf dem Schirm haben, das nennt sich Cross-Border-Leasing. Weil sie Geld brauchen, verleasen sie ihr Wasserwerk, das ist interessant, an eine zum Beispiel amerikanische Investorengruppe. Und dieser Leasingvertrag beispielsweise, der ist dann auf Englisch verfasst und hat 2000 Seiten, der wird dann so gemacht, dass man über 100 Jahre aus Sicht einer amerikanischen Investorengruppe ein solches Wasserwerk least und zahlt dafür meinetwegen 500.000 Euro Leasingrate im Jahr. Nun braucht das Wasserwerk natürlich das Wasser und kann ja nicht sagen, wir geben jetzt das Wasser ab, sondern sie leasen das Ganze wieder zurück von dieser Investorengruppe. Also nochmal, das ist also eine Nullsumme, die dahinter steht. Das heißt, das Wasserwerk bekommt 500.000 und least das Ganze wieder zurück. So, und diese 500.000 kann die Investorengruppe, die sie selbst zahlen in den USA, wiederum von den Steuern absetzen, und dieser Steuerrückfluss, der fließt dann wieder zurück an das Wasserwerk, falls man jetzt noch folgen kann. Was bedeutet das? Das Wasserwerk verliest die Wasserrechte an eine Investorengruppe. Die Investorengruppe zahlt dafür eine Leasingrate. Das Wasserwerk kauft anschließend oder liest anschließend das Wasserwerk wieder zurück. Was macht das für einen Sinn? Damit befindet sich das Wasserwerk im Besitz der Investorengruppe der amerikanischen. Und dieser Besitz auf 100 Jahre bringt sie in einen Vorteil, weil sie sagen, dieses Ding bringt 1,2 Millionen Gebühren im Jahr. Das sind in 100 Jahren 1,2 Milliarden. Und diese 1,2 Milliarden, die können die Investoren wieder nehmen, um auf dieser Basis
Sicherheiten zu haben für Kredite, die sie aufnehmen bei ganz anderen Instituten. Ihr merkt schon, was das für eine Perversion ist, die dahinter steht. Das heißt, hier werden Waffen konstruiert, hier werden Infrastrukturen weltweit aufgebaut auf Schuldenbasis und als Sicherheit dient tatsächlich dann ein hochgerechnetes Wasserwerk in einem Dörfchen in Deutschland. Und dieses Cross-Border-Leasing kann man sich einfach in Ruhe mal angucken. Ich vermute mal, das ist nicht für alle verständlich, aber wenn man das einfach mal reingibt, Cross, C-R-O-S-S und dann Border-Leasing und dann hat man relativ schnell mal ein paar Informationen, was da abläuft. Auch ein interessantes Thema, passt hier gerade rein. Ja, es ist ein hochinteressantes Thema. Wir hatten uns vor Jahren damit intensiver beschäftigt. Jetzt kommt es wieder hoch, unter anderem auch durch eine Arbeit von Wissenschaftlern der Universität Berkeley in Kalifornien. Die haben jetzt erstmals in einer Studie sich damit beschäftigt, gibt es faire Wasserpreise und wie soll man die errechnen? Und dann heißt es hier, die Fähigkeit von Wasser in der bewässerten Landwirtschaft zusätzlichen Wert zu schaffen. Dieses Vögelchen da draußen, der pfeift immer wie die Kanada-Hymne. Mhm. Es ist fast der gleiche Ton. Also die Fähigkeit von Wasser in der bewässerten Landwirtschaft zusätzlichen Wert zu schaffen, wird nach Ansicht der Wissenschaftler preislich bisher nicht erfasst. Ihrer Ansicht nach ist die Bewertung von Bewässerungswasser jedoch eine wichtige Information für Landwirte, die Land- und Wasserrechte erwerben wollen. Ich zitiere das mal kurz. Um eine fundierte Entscheidung über den Erwerb von Wasserrechten und über Investitionen in die Bewässerungsinfrastruktur treffen zu können, muss der Wert des Bewässerungswassers besser verstanden werden, sagt Professor Doridico. Bisher ist der Wert von Wasser jedoch schwer zu ermitteln, da Wassermärkte und Marktpreise nur in wenigen Regionen der Welt existieren. Und er betont, trotz zahlreicher Versuche, den Wert von Wasser in Abwesenheit von Märkten zu schätzen, das heißt einen sogenannten Schattenpreis zu bilden, fehlt bisher eine belastbare und verbindliche Ermittlung des Wertes von Wasser für die Landwirtschaft. Das ist natürlich auch wieder ein super Thema für Investoren und Spekulanten. Das wird hier auch genau dargestellt. Andreas, da sind wir eigentlich wieder bei deinen Best Friends. Ja, hier haben wir wieder einen neuen Markt. Jetzt haben wir schon erst Luft in Kubikmeter aufgeteilt. Das heißt, da guckt irgendwann ein Al Gore in den Himmel und sagt, wo könnten wir eigentlich mal neue Märkte schaffen? Und dann denkt er sich so Linien, vertikale und horizontale, teilt den Himmel in Kubikmetern ein und sagt, Mensch, was für eine geniale Idee. Wir verkaufen jetzt ein Kubikmeter Luft, nennen es CO2-Zertifikat und da machen wir ganz viel Kohle. Und dann glaubt man ja, das ist die Logik auch der Rot-Grünen, wenn wir mehr Geld dafür einnehmen, dann findet natürlich weniger CO2-Emission statt. Wobei ich immer dazu sage, man hat uns ja erklärt, dass CO2 ein Schadstoff ist, dem ich übrigens nicht folge, um das auch nochmal immer dabei zu sagen. Und so wird jetzt wieder ein neuer Markt entwickelt, aber da geht es auch nicht darum um Tesla, denn da sind die entsprechenden reichen Leute natürlich wieder selbst mit investiert, wo die Gelder gemacht werden, sondern es geht um den Bauern. Und der Bauer soll jetzt Geld bezahlen und da geht es natürlich um die Ernährung der Menschen. Also muss der Bauer die Gelder auf die Personen umlegen, auf die Menschen. Das heißt, die normalen Menschen, die nur satt werden wollen, müssen das Ganze finanzieren und subventionieren über diesen Umweg damit Tesla, die Lithiumabbauten, die tatsächlichen Umweltsünden und alles, was dahinter steht. Heute bin ich irgendwie in so einer leichten Wutsituation. Ich glaube, ich muss mal wieder herunterholen hier. Und ich hole gleich die Pillen kurz, und die Salbe und das Spray. Oh ja, kriege ich wieder meinen Zuckerwürfel mit dem Tropfen. Wunderbar. Ja, ich will hier vielleicht noch den letzten Satz vorlesen aus Agrar heute. Da heißt es, also auch von diesen Wissenschaftlern, der Wert von Wasser für die Herstellung von Mais, Sojabohnen und Reis ist durchweg höher als für Weizen. Diese Unterschiede sind das Ergebnis des kombinierten Effekts von Unterschieden im Erntepreis und in der Wassernutzungseffizienz, also Erntemenge pro Einheit Wassereintrag. Die Wasserwerte für Mais und Reis sind zudem in Ostasien wesentlich höher als in anderen Regionen der Welt. Für mich als Nicht-Mathe-Genie klingt das alles schon wieder mega kompliziert. Ja, es ist gar nicht kompliziert, es ist nur komplex, aber es dient wiederum nur der Umverteilung
Und das wissen wir ja, momentan haben wir natürlich eine exponentielle Umverteilung. Und das muss man wissen, dass in dem Moment wie ein schwarzes Loch in der Astronomie, welches permanent neue Materie in sich hineinzieht und immer das Doppelte vom Vortag führt. Und selbst wenn ich heute meine Schulden bezahle und befriedige dieses Loch, dann ist am nächsten Tag nicht das Loch immer noch zu, sondern doppelt so groß wie am Vortag. Und da muss man natürlich kreativ sein. Deshalb wird das in mathematischen Formeln verpackt. Und aus diesem Grunde lernen die Menschen auch wirkliche Mathematik in den Schulen nicht mehr, dass es auch gar keiner nachrechnen kann und dann irgendwann sagt, naja, die da oben werden es schon wissen. Die Obrigkeitshörigkeit ist wirklich wichtiger aus Sicht des Systems logischerweise, als dass die Leute es nachvollziehen könnten. Könnten sie es auch nur ansatzweise nachvollziehen? Es sind ja nur aneinandergereihte Widersprüche, die wir heute den ganzen Morgen schon wieder durchnehmen. Nur Widersprüche und nur ein Schlag ins Gesicht der Menschen durch eine kleine Elite. Aber sie können es offenbar nicht mehr erkennen. Aber sie erkennt man immer besser. Sie werden langsam in den Fokus genommen, nicht nur von uns. Mhm. Und ich möchte mal in diesem Zusammenhang, entschuldige bitte, dass ich da ganz kurz mal ausschweife, den Brief des Indianerhäuptlings, darf man auch nicht mehr sagen, des Häuptlings des indigenen Volkes der Seattle an den Präsidenten der USA aus dem Jahre 1855 anlesen. Den hattest du mir mal gezeigt, den hast du auch in einem deiner Bücher. Ich glaube sogar zum Thema Wasserrechte hattest du das da geschrieben. Und da heißt es folgendermaßen, das war also kurz vor der Enteignung oder schon im Rahmen der Enteignung der First Nation dort, der indigenen Völker, wo der weiße Mann, der elegante Kolonialherr kam und enteignete und tötete und vertrieb. Und da sagte eben der große Häuptling, also der große Indianerhäuptling, der große Häuptling in Washington lässt uns wissen, dass er unser Land kaufen will. Er sagt uns dazu Worte der Freundschaft und des guten Willens. Das ist sehr freundlich von ihm, da wir wissen, dass er kaum auf unsere Freundschaft angewiesen ist. Wir werden uns aber euer Angebot überlegen, da wir wissen, dass, wenn wir es nicht tun, der weiße Mann vielleicht kommen mag, um uns unser Land mit Hilfe von Gewehren wegzunehmen. Was Häuptling Seattle sagt, kann der große Häuptling in Washington mit der gleichen Sicherheit als wahrnehmen, mit der unsere weißen Brüder mit der Wiederkehr der Jahreszeiten rechnen können. Meine Worte sind wie die Sterne, sie gehen nicht unter. Wie kann man den Himmel kaufen oder verkaufen? Wie die Wärme des Landes? Diese Idee scheint uns sehr merkwürdig. Wir besitzen auch die Frische der Luft und das Glitzern des Wassers nicht. Wie könnte sie da von uns kaufen? Jedes Stück des Bodens ist meinem Volk heilig. Jede schimmernde Kiefernadel, jedes sandige Ufer, der zarte Dunst in der Dunkelheit der Wälder, jede Lichtung und jedes summende Insekt ist der Erinnerung und dem Erleben meines Volkes heilig. Wir wissen, dass der weiße Mann unsere Art und Weise nicht versteht. Das Schicksal seines Landes ist ihm so egal wie das eines anderen, da er in der Nacht kommt und vom Land nimmt, was immer er braucht. Ja, immer wieder berührend diese Worte. Ich erinnere mich, als ich das in meinem Buch Der Währungscountdown eingebaut habe, in das Thema des sozialen Bodenrechts, als Grundlage überhaupt das Thema Eigentum zu diskutieren. Mit welchem Recht kann man ein Stück Land sein Eigentum nennen, nicht seinen Besitz? Und jetzt bitte ich, an der Stelle erstmal entspannt zu bleiben, dass es nicht wieder jetzt in einen Sozialismus abdriftet. Aber das Land gehörte niemandem. Und die Urvölker, die dort lebten, hatten dieses Land nicht, sondern sie durften es beleben. Sie haben es selbst als geliehen empfunden. Und so ist es auch eigentlich richtig. Wobei ich glaube, dass die Gedankengänge von Herrn Schwab in diese Richtung des Häuptlings von Herrn Seattle geht. Das glaube ich eben nicht wirklich.
natürlich. Also es ist ja irgendwann mal im Rahmen der Kolonialisierung, beispielsweise der USA, hat man einfach ein Claim abgesteckt und hat gesagt, das ist jetzt meins. Hat einfach das Eigentum erklärt durch Annexion. Und das war damals im Wilden Westen. Dann hat man sich dann eine Waffe gekauft, um jedem nochmal zu demonstrieren, dass es auch wirklich sein Land ist. Und irgendwann konnte man dieses Land verkaufen. Und dann entstand genau das Land und der Grund und Boden, den wir alle brauchen, denn wir stehen ja alle irgendwo auf dem Land, wir fliegen ja nicht durch die Gegend, aber die Luft ist ja mittlerweile auch schon verkauft. Das bedeutet wirklich, wie können wir das letztlich überhaupt in irgendeiner Form als Handelsware nutzen? Und nichts anderes ist es. Wasser und Land ist mittlerweile Handelsware und nicht mehr die Grundlage unserer Schöpfung, um uns ernähren zu dürfen, um dann im Rahmen dieser Schöpfung richtig auch zu reifen und auf ganz anderen Ebenen in Gang zu sein, als das, was man uns hier aufzwingt. Einfach relativ logisch nachdenken, dann kommt man auch zu den richtigen Schlüssen. Während du hier gerade gesprochen hast, habe ich eine Leserzuschrift eingestellt. Die findet ihr also oberhalb des Podcastes. Und da heißt es, liebe Frau Herrmann, heute Vormittag hatten wir in Bottrop, Nordrhein-Westfalen, einen Stromausfall für eine knappe Stunde. Aber nun ist es noch dicker gekommen. Es kommt kein Tropfen Wasser mehr aus den Leitungen. Dank Ihnen und Herrn Popp haben wir alle Eimer, Töpfe und die Wanne heute während des Stromausfalls gefüllt für alle Fälle. Und nun ist es tatsächlich eingetreten. Mit drei kleinen Kindern ist das gerade der Super GAU. Danke für Ihre großartige Arbeit. Wir sind auf solche Notfälle gut vorbereitet. Das ist ja das, was du immer sagst, Badewannen volllaufen lassen. Und seit neuestem bist du froh, dass wir auch hier, solange es die gibt, also das ist ja auch alles endlich, Stromaggregate hier mit einstellen können. Ja, das ist wirklich schwierig, da mittlerweile auch ranzukommen, weil es ist tatsächlich so, dass die Möglichkeiten und auch das Angebot natürlich begrenzt ist. Das hängt natürlich mit diesen Lieferketten zusammen. Ich freue mich sehr über diese Zuschrift dieser Dame, die damit natürlich uns wirklich gut tut, weil wir diese nicht müde werden, diese Dinge immer wieder zu wiederholen. Und bei der Gelegenheit, wenn du gerade das Aggregat nochmal ansprichst, es ist nicht nur ein Aggregat, wir haben das reingestellt bei uns auf der Seite, sondern es ist natürlich auch das Benzin. Und Benzin ist nicht unendlich haltbar. Man sollte das in einem rollierenden System halten. Das heißt, wenn man sich 20 Liter Kanister holt und davon 10 Stück hat, dann sind das 200 Liter Benzin. Damit kann man eine ganze lange Zeit dieses Notstromaggregat nutzen. Da gehen ja nur 3,5 Liter rein und da kann man 5 bis 8 Stunden mit Strom erzeugen. Das heißt, man hat also wirklich über Wochen, man lässt ja nicht permanent das Ding laufen, sondern nur dann, wann man es braucht, zum Beispiel um eine Tiefkühltruhe oder einen Kühlschrank in Gang zu halten, dass die Waren nicht verderben. Das ist sehr wichtig. Es gibt für dieses Benzin übrigens auch für diejenigen, die kein Auto haben und das sonst anderweitig verwenden können, Additive. Das sind Zusätze, die kann man kaufen im Baumarkt zum Beispiel, um damit das Benzin länger haltbar zu machen. Und wenn man dieses Benzin hat, sollte man ein sehr hochwertiges, ich weiß gar nicht, gibt es noch super und normal? Ich glaube, das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr in Deutschland. Und man sollte auch nicht dieses E10 irgendwie nehmen, sondern man sollte versuchen, ein herkömmliches Benzin, was möglichst lange haltbar ist und dann in einer Garage oder was auch immer zu halten. Und damit hat man eigentlich keine Probleme, dann dieses Ding auch auf Dauer zu halten und sich den Strom zu produzieren. Also ich bin da wirklich ganz froh darüber und danke für diese Zuschrift. Das motiviert uns natürlich zusätzlich. Ja, ich denke auch, es ist sehr wichtig, ihr könntet euch auch nochmal, ich werde nachher nochmal schauen, dass wir das finden und einstellen von dem Ministerium für, ist das Risikobewertung? Auf jeden Fall, dass es gibt einen Notfallplan, was man alles da haben sollte für Stromausfälle, aber auch für Wasserausfälle. Da sind auch diese Kanister gut, die man, diese Faltkanister, die man vollfüllen kann. Und ja, dass man einfach auf solche Fälle vorbereitet ist, das wird jetzt, es steht an, dass es zu unserem Alltag gehören wird, weil es angekündigt ist. Und ich hatte gestern eine Zuschrift von jemandem, der sagt, ja, er hätte schon ein Stromaggregat, auch so in der Größe, wie es da eingestellt wurde bei uns, hätte er sich vor ein paar Wochen gekauft. Und das sei inzwischen schon 30% teurer. Das heißt, auch hier ist es klar, die Dinger gibt es nicht endlich oder die gibt es endlich. Es ist ein endliches Produkt, denn irgendwann durch die ganzen Lieferausfälle wird es
eventuell eben dort auch, ich sag mal eventuell, weil ich will auch nicht Panik schüren, aber es ist damit zu rechnen, dass solche Lieferausfälle auch hier kommen werden. Ja, und ich habe auch mehrere Mails bekommen von technisch versierten Männern, die mir deutlich bestätigt haben, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis, ich kenne natürlich die deutschen Preise nicht, sondern die kanadischen, und da ist es auch gut im Verhältnis, dass für 599 Euro ein solches Notstromaggregat mit dieser Leistung, die dahinter steht, wirklich günstig ist. Und nochmal zu den Faltkanistern. Diese Faltkanister haben den großen Vorteil, dass man sie auf ganz kleinem Raum, weil sie nämlich gefaltet sind, lagern kann. Und wenn dann der Punkt kommt, Strom fällt aus, müssen wir wissen, läuft das Wasser noch eine gewisse Zeit lang nach. Das kann auch mehrere Stunden dauern, weil die auch mit Pumpen arbeiten, die Pumpen wiederum mit Notstromaggregaten im Wasserwerk. Aber irgendwann ist es vorbei. Und dann ist es wichtig, wenn man sagt, sofort alle Faltkanister raus und voll machen. Ich glaube sogar, das hatte ich neulich schon mal gesagt, dass diese Faltkanister sogar zu einer Art Währung sein könnten irgendwann, wenn man nämlich Leute hat, die nämlich kein Wasser haben, dass man dann sagt, komm her hier, du bekommst von mir hier ein paar Faltkanister oder auch für Freunde und Nachbarn und so weiter. Und dafür bekomme ich von dir ein Stück Käse. Zum Beispiel. Oder so, ja. Andreas, ganz wichtiges Thema, müssen wir noch mal rein, hatten wir neulich schon angesprochen, der drohende Lastenausgleich. Wir haben darüber gesprochen, es gibt am 23. Juni auf höchster Ebene in Berlin der Bundesregierung inklusive einer Ansprache von Frau Merkel, der Kanzlerin, ein Meeting über das Thema Lastenausgleich. Brauchen wir sowas wieder? Wir haben eine der größten Krisen, die es überhaupt je gegeben hat. Die Pandemie ist vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg und ja, und du wolltest ein bisschen mehr noch, weil viele Anfragen kommen zu dem Thema und die Bürger Sorge haben jetzt vor ihrem Eigentum beziehungsweise um ihr Eigentum. Und du wolltest einfach noch ein paar Dinge dazu äußern. Ja, weil ich Unmengen an Mails dazu bekommen habe und ich bitte darum, mir nicht böse zu sein, dass ich nicht antworten kann. Also viele, die meisten kann ich einfach nicht antworten, weil es auch immer wiederkehrende Grundlagen sind. Die meisten Leute wollen wissen, was passiert nun genau in diesem Lastenausgleich? Klare Antwort, ich weiß es nicht. Wir können natürlich nur auf die Vergangenheit schauen und sehen, wie es schon mal gemacht wurde. Und das war im Jahre 1952. Und da wurden die Vermögenswerte addiert und dieser Lastenausgleich auf der Basis einer zu ermittelnden Summe nach bestimmten mathematischen Formeln wurde zugrunde gelegt und darauf wurden 50% quasi Schuld auferlegt. Und das ist die Immobilie, ist in Deutschland natürlich einer der wesentlichsten Vermögenswerte bei den meisten zumindest. Bei Edelmetallen ist es etwas einfacher, die kann man auch relativ gut verstecken. Eine Immobilie kann man relativ schwer verbuddeln, dass man sie nicht findet. Das ist natürlich weitaus schwieriger und aus diesem Grunde geht man natürlich daran. Ich vermute auch nicht, dass es zu einem Goldverbot kommen wird. Das ist extrem schwer, erstens durchsetzbar, zweitens viel zu ineffizient, weil die Größenordnung, die man damit rausholen könnte, einfach vorne und hinten nicht reichen. Ich bin da an der Stelle im Moment definitiv noch entspannt. Man sollte allerdings, und das ist auch wichtig, im Rahmen eines drohenden Lastenausgleichs sein Vermögen, es geht nämlich nicht nur um Immobilien, es geht um alle Vermögenswerte, auch um Aktien oder sonstige Vermögenswerte. Und das ist ein Vorteil, wenn man seine Vermögenswerte dann in einem sicheren Ausland hat. Das ist der Grund, warum ich immer wieder sage, wenn man gerade über größere Summen verfügt, dass man Edelmetalle auch zum Beispiel im Ausland rechtssicher kaufen kann, hier in Kanada sogar ohne Mehrwertsteuer, nur als Beispiel genannt. Ja? Oder auch Grund und Boden hier ist vom Lastenausgleich aus Deutschland schwer zu greifen, wenn es dann so wäre. Auch das ist sehr wichtig, die Zusammenhänge zu erkennen. Aber mir geht es einfach darum, wir werden dann darüber sprechen, wenn es nach dem 23.06. neuere Informationen gibt. Dann werde ich auch darüber noch mal ein paar Zusammenhänge zusammenbauen. Aber ich gehe davon aus, es wird natürlich irgendetwas kommen. Und jetzt ist die Frage, sollte man seine Immobilie, heißt es dann, verschulden? Also wer eine verschuldete Immobilie hat noch, der sollte sie auf gar keinen Fall entschulden, wenn er das Geld hätte, sondern das Geld dann sichern und zwar nicht auf der Basis der typischen Sicherungsmechanismen. Es geht immer um Aktien oder um festverzinsliche Wertpapiere. Man nennt das dann Rentenpapiere. Und Aktien und Renten, das ist das, womit die Vermögensverwaltungen auch argumentieren. Renten nennt man interessanterweise noch sicher. Aktien nennt man unsicher. Umgekehrt würde eher ein Schuh raus. Aber in den momentanen Planungen,
einer völligen Neuorientierung der Wirtschaft sind auch die Aktien nicht mehr sicher. Also die Frage zwischen Aktien und Rentenpapiere erinnert mich so ein bisschen, als wäre ich auf der Titanic und man sagt mir, lege dich nur auf die roten Liegestühle. Im Falle eines Untergangs bist du besser dort aufgehoben als auf den gelben Liegestühlen, weil die sind einfach sicherer. Das ist eben nicht mehr der Fall. Wir sind da in einer bewegten Zeit. Und die zweite Frage, die sich stellt, sollte ich jetzt meinen Haus zum Beispiel einer anderen Firma im Ausland oder einem Verein im Ausland übertragen, damit dann der Staat nicht zugreifen kann. Diese Ideen sind auch nicht ganz neu. Es gab viele Prozesse in den 50er Jahren, wo zum Beispiel Eigentümer von deutschen Immobilien, die aber im Ausland sitzen, ob das jetzt Gesellschaften waren, also juristische Personen oder eben halt natürliche Personen, sprich normale Menschen, man ist damit nicht durchgekommen und man hat diese Klagen in der Regel abgeschmettert. Also auch das ist nicht so einfach. Also wer Schulden hat auf der Immobilie, sollte sie jetzt nicht bezahlen. Man sollte aber auch auf gar keinen Fall neue Schulden machen, weil die jetzt in dieser kritischen Phase relativ schnell vom Finanzamt dargestellt werden könnte als Gestaltungsmissbrauch. Das heißt, der hat ja nur noch Schulden drauf gemacht. Da kommen ja so ganz abenteuerliche Fragen. Ich würde dann meinem Sohn oder meiner Tochter quasi ein Recht eintragen in die Immobilie und damit ist das Unternehmen oder die Immobilie nicht mehr so viel wert und so weiter. Das sind alles die klassischen Methoden des Gestaltungsmissbrauchs. Juristen sprechen gerne davon, dass diese Dinge durchaus möglich sind. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Es setzt voraus, dass wir eine Rechtsstaatlichkeit haben. Und diese Rechtsstaatlichkeit kann ich spätestens nach der Machtübernahme dieser oligarchischen Struktur im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes, dieser Ermächtigung, nicht mehr finden. Die Gesetze werden nicht mehr gemacht durch eine parlamentarische Organisation, durch das Parlament, sondern durch eine kleine Gruppe, die die Macht mittlerweile in sich trägt. Deine Freunde. Meine Freunde. Mhm. Und aus diesem Grunde ist es wirklich schwierig, also wir können einfach nur abwarten. Ich habe gesehen, Frau Esken von der SPD hat da wirklich einige Veröffentlichungen zum Thema eines neuen Lastenausgleichsgesetzes rausgeholt. Das wäre alles gar nicht so schlimm und es gibt dann Freibeträge und dann steht da, damals gab es auch Freibeträge von 150.000 D-Mark, an die man gar nicht ran konnte. Und jetzt fangen Leute an hochzurechnen und sagen, 150.000 D-Mark, das wären ja heute eben halt 1 Million zum Beispiel, also können die mich ja gar nicht betreffen. Also es sind abenteuerliche Aussagen, die da von der Frau Saskia Esken da gemacht wurde, die wirklich auch die auf jeden Fall ich anders sehe. Ich möchte es soweit sagen, lieber ist besser. Und also wir haben diese Problematik, dass das kommt und ich bin kein Freund davon und sage, jetzt verkauft eure Immobilie, ich weiß, wie viele Emotionen da dran hängen und man muss auch seine Immobilie nicht verkaufen, um Himmels Willen. Die Frage, wie es sein wird, können wir überhaupt noch nicht einschätzen. Aber ich möchte es nicht versäumen, darauf hinzuweisen, welche Gefahren ich da erwarte. Wie sie konkret umgesetzt werden, das wird dieses neue Lastenausgleichsgesetz uns zeigen. Und ich persönlich bin ziemlich sicher, dass es kommen wird. Und ich möchte hier das Wort ziemlich mit einem Ausrufezeichen versehen, damit mir keiner sagt, ich mache hier Panik. Aber es könnte tatsächlich so sein. Und wir werden nach dem 23. Juni, sofern wir Informationen haben, die konkreter werden, dann dazu Stellung nehmen. Ja, also da kommt einiges auf uns zu. Ich habe gerade hier nochmal, während du ausgeführt hast, mir noch die andere wirkliche problematische Situation angeschaut, was die weltweiten Lieferketten angeht, die unter riesigen Druck geraten, jetzt erneut. Wir haben es neulich schon erwähnt, an Chinas Südküste stecken so und so viele hunderte Schiffe, Containerschiffe fest und es heißt, die aktuelle Hafenkrise verursacht eine größere Störung des Welthandels als der Unfall im Suezkanal. Und also es ist nicht lustig, was man da liest und hört bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Die Überlastung wichtiger Häfen an Chinas Südküste und an Amerikas Westküste spitzt sich zu. Die weltweiten Lieferketten stehen unter enormem Druck. Die Überlastung eben durch die Häfen da in Südchina bedeuten neue Probleme für die ohnehin schon angespannte Lieferkette global und verschärft wird
diese Krise von immer noch unterdurchschnittlicher Aktivität bei Langstreckenflügen als Folge der Lockdown-Politik der Regierungen. Die deutlich gestiegenen Preise im Bereich der Logistik dürften in den meisten Fällen als höhere Verkaufspreise an den Endkunden weitergegeben werden. Und hier wird ein Sprecher zitiert bei CNN, die Leute werden vielleicht nicht alles finden, wonach sie beim diesjährigen Weihnachtseinkauf suchen. Heißt mit anderen Worten, im Moment sind noch die Dinge weitgehend auf Lager, aber durch diese Krise wird nach Abverkauf erstmal auch wenig nachkommen. Auch hier einfach wachsam sein, überlegen, was brauche ich noch, was muss ich noch anschaffen, um für die nächsten Jahre durchzuhalten. Aber Andreas, das fühlt sich so gar nicht nach Zufall an. Nein, das fühlt sich definitiv nicht danach an. Und das ist ja das, was ich immer versuche, auch deutlich zu machen aus meiner Perspektive, dieser extrem hohen Vogelperspektive. Ich beobachte diesen drehenden Erdball, der sich da dreht, und ich gucke dort drauf und ich sehe so die gesamten Entwicklungen an allen Kanten und versuche dann ein Bild zu profilen gewissermaßen und komme dann zu dem Schluss, dass es eine konzertierte Aktion derjenigen gibt, die diese Welt jetzt untergeordnet haben oder unterordnen wollen. Und das sind genau diejenigen, die offen sogar als Feinde auftreten, als Gegner auftreten und hinter den Kulissen ihre Hände drücken und gegeneinander oder miteinander ihr Spiel spielen und eine orchestrierte Aktion durchfahren. Ja, und das sind diese Ernährungsprobleme. Deshalb ist es wichtig auch dafür, dass ihr sorgt, gesundheitlich gut auf dem Damm zu sein. Die Gesundheit ist jetzt das wichtigste Gut, mehr als Geld und alles andere. Und zu dieser Gesundheit gehört natürlich auch das Vitamin. Und ich sehe zum Beispiel, dass man dann zum Beispiel auch hier, ich sehe ja hier, dass viele Leute jetzt ihre kleinen Kräutergärten anbauen, beispielsweise in ihren Küchen und so weiter. Es gibt ja diese Kräuterboxen, da habe ich ja gesehen, wo man dann tatsächlich noch altes Saatgut, was auch reproduktionsfähig ist, nutzen kann, um dann dafür zu sorgen, dass man gesund dasteht. Also die Preise werden anziehen. Das ist damit verbunden. Es wird alles teurer. Ich hatte gestern eine Zuschrift eingestellt von einer Leserin, die ganz wenig, nur 800 Gramm Cocktailtomaten und bisschen noch was dazu in Organic, also in Bio-Qualität, für knapp 20 Euro gekauft hat. Sie sagt, sie ist einfach sprachlos. Und es ist wirklich wahr, wir können doch einiges in die Hand nehmen. Wenn ihr müsst ja nicht mal jetzt das teure Saatgut kaufen. Also ich habe es gemacht, ich habe es auch auf Lager gepackt, weil man nicht weiß, wie die Zeiten werden, und sowas hält sich ja auch länger. Aber wenn ihr schöne Biotomaten habt, trocknet einfach die Kerne und baut sie an in eurem Wohnzimmer. Macht da ein paar große Töpfe und habt eure Tomaten da. Seid ihr übrigens auch saisonunabhängig. Das kann man eigentlich das ganze Jahr über machen. Und noch ein Hinweis. Ich spreche oft darüber, geht raus, sammelt Brennnesseln, sammelt Ackerschachtelhalm. Ich werde auch die nächsten Tage wieder ein bisschen tiefer eingehen auf das Thema. Eine gute Freundin von mir, die ist Kräuterfrau, die hat eine einjährige Ausbildung in Deutschland gemacht. Die hatte mir ein Buch empfohlen, das hatte ich euch auch schon mal eingestellt, Die Kräuter in meinem Garten. Und das Buch hatte ich bestellt, das ist gestern angekommen. Ich sitze davor mit Glück in den Augen. Das Buch hat, ich weiß es gar nicht, wie viel Kilo ist denn das schwer? Das Buch hat fast 800 Seiten. Und ihr findet 500 Heilpflanzen, 2000 Anwendungen, 1000 Rezepte. Ihr findet alle Pflanzen, die ihr draußen findet, erklärt, für was ihr die wie trocknen oder konservieren könnt und gegen was es alles hilft. Das sind die wahren Schätze. Wenn es kein Internet mehr gibt, wenn es wenig noch zu kaufen gibt, wenn auch gerade, ihr wisst das, die Homöopathie im Zielfernrohr der guten Freunde von Andreas ist und dass man versucht, die Heilkräuter schlecht zu reden, hatten wir ja auch alles schon mal im Mittelalter. Im Moment werden wir noch nicht dafür verbrannt, für solche Hinweise, aber ich schließe heute schon gar nichts mehr aus. Macht euch sicher, macht euch selbstständig und seid in eurer eigenen Kraft. Die Natur draußen bietet so viel Gutes, was wir nur aufsammeln müssen. Seht zu, dass es nicht direkt von der Autobahn, Seitenstreifen
Situation geerntet wird, sondern geht in den Wald oder auf die Wiesen. Aber es ist wichtiger denn je, dass wir uns wirklich die Verbindung zur Natur aufbauen und dass wir in der Lage sind, auch vielleicht schwierige Zeiten, Versorgungsprobleme, die auf uns zukommen, überstehen können, indem wir auch schon sicher sind, indem wir das schon gemacht haben, wir geübt haben. Andreas ist ja auch so ein Vorsorgemensch. Wir haben ja auch ganz viele Sachen, wo man sagt, im Falle des Falles haben wir das. Aber er macht dann hier regelmäßige Trainings und Übungen und man muss dann die ganzen, auch die Strom, das Stromaggregat ausprobieren. Das muss dann Probe laufen und ich muss lernen, wie das angeht und ausgeht und so weiter. Und damit wir einfach fit sind. Und ich baue ja auch vieles an, was ich nie gemacht habe früher. Ich war ja eine ganz schicke Moderatorin, die konnte das alles kaufen. Inzwischen liebe ich es, aufzugehen in dieser Arbeit mit den Pflanzen und mit den Wesenhaften. Und das ist es, worauf es morgen ankommt. Und heute üben wir dafür. Das ist das fast Letzte, was ich sagen wollte, Andreas. Ganz kurz noch Stichwort Telegram. Telegram, es gibt jetzt Bemühungen durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Bundesregierung, dass Zugriff genommen werden könnte, dass man Telegram Probleme bereiten wird. Und ich habe mit ein paar Experten gesprochen. Ausgeschlossen ist es nicht. Wir wollen es so lange, wie es geht, so machen. Wir haben auch nichts zu verbergen. Wir haben nicht etwa einen gechatteten Kanal. Wir haben keine Geheimgespräche, sondern unseren Kanal kann jeder besuchen, da kann jeder draufgehen und sieht, was wir machen und tun. Wir fühlen uns jetzt ehrlich gesagt nicht besonders betroffen, wenn es da Zwangsregulierungen geben sollte, aber der kluge Mann baut vor, es gibt eine Alternative. Ja, also wir haben auf der Seite Eva Herrmann offiziell, nein, evahermann.net, eva-herrmann.net, so ist es richtig. Die wobei Zeit mir das sein. Minus gar nicht gefällt. Ja, das ist halt so, aber das, ja gut, wobei das ja weiblich ist. Auf jeden Fall ist es so. Was? Negativ ist weiblich, aber nicht Minus. Ja, aber es ist ja negativ Minus. Oh. Na gut, okay. Also wir haben es dann so, dass man darauf geht, eva-herrmann.net und da findet man Eva Herrmann offiziell und dort findet ihr quasi das Gleiche, was man auch auf dem Telegram-Kanal findet und das macht Sinn, dort auch mal drauf zu sein. Aber was am allerwichtigsten ist, wenn tatsächlich es die Bedrohung sich umsetzen sollte und man wird Telegram oder uns in irgendeiner Form mal abschalten. Wir sind vorbereitet über verschiedene Ebenen, die wir nicht alle bekannt geben, aber dass wir dann alle erreichen können, die uns erreichen wollen oder die von uns erreicht werden wollen. Und nur dafür wird die Adresse dann dagelassen. Das heißt, man geht bei eva-herrmann.net auf den Newsletter und meldet sich für den Newsletter an. Das ist sehr wichtig, denn damit haben wir möglichst die Adressen dann alle da für diejenigen, die das Gefühl haben, ich möchte gerne sicher sein, wenn wir mal ausfallen sollten. Ja, also und da seid ihr dann, da findet ihr uns und wir machen weiter. Wir sagen ja immer wieder, solange es uns erlaubt ist, machen wir unsere Arbeit. Wir machen das gerne. Wir sind gerne mit euch verbunden und zum Beispiel heute Abend auch wieder beim Abendgebet. Freue mich drauf. Prima. Alles Liebe aus Kanada. Kochst du jetzt Kaffee? Ich koche Kaffee. Hörst du ja gleich. Ciao. Ciao. Ja, das war jetzt die falsche Melodie, die der Herr Pop eingespielt hat und deswegen überspiele ich das Ganze hier, als ob nichts wäre und der Andreas hat jetzt den richtigen Knopf gedrückt. Ich komme mit meinem Mischpult nicht klar, da sind einfach zwei Knöpfe, das ist mir einfach einer zu viel. Aber sonst ist er ganz in Ordnung. Ich bin wirklich blöd heute. Ciao. Oh Mann, oh Mann. Ciao, ciao.